Hier wird am Sonntag gearbeitet. Bitte, bitte nichts auf meinen Kopf schmeißen, wenn es geht. Kann ich immer nur verwarnen, ne? Passt bloß auf, wenn ihr an Baustellen vorbeigeht, weil da wird doch ab und zu mal was runtergeschmissen, wo es nicht. Das habe ich schon des Öfteren gesehen. So. Da ist auch ein Riesenkrater. Die nächste Baustelle am Start. Fragt mich nur, wer das alles kaufen soll, ne? Weil es ist hier ein Stillstand im Moment. Das ist ganz eindeutig der Fall. Wir sind hier ja auch im Sperrgebiet. Weiß ich nicht, das ist. Kommt wieder, aber im Moment halt nicht. Ne? Inshallah kommt es wieder. Aber. Naja. Die finde ich auch immer süß, diese Villa hier. Steht auch richtig gut. Die ist auch schön. Ich glaube, das sind schon Wohnungen. Oh, scheiße, Leute, jetzt bin ich hier. Ich bin echt abgeknickt eben, ne? Oh mein Gott. Das passiert mir öfter in letzter Zeit, dass ich in so coolen trete und dann umknicke. Mann, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das ist mir letztes Mal schon passiert, dass ich umgeknickt bin. Da war es noch ein bisschen mehr, aber es geht jetzt. Pass doch auf, Mädchen. Ich bin so schusselig, ehrlich. So. Zum Strand gehe ich nicht, habe ich keinen Bock zu, ehrlich gesagt. Am Anfang des Winters fand ich das immer ganz schön, da zu sitzen, aber inzwischen wird mir das zu langweilig, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. Ich habe da keinen Lust mehr zu sitzen und mir die Wellen anzugucken. Überall gearbeitet, ne? Oder an vielen Baustellen. Sonst habe ich, soweit ich weiß, ist das auch hier verboten. Aber soweit ich weiß, ne? Wie gesagt, ich weiß auch nicht alles. Irrtum nie ausgeschlossen. Bisher aber sehr leer, ne? Auf den Straßen hier. Ist uns überhaupt schon jemand begegnet? Ich glaube nicht, ne? Seit wir da. Doch, die zwei Frauen auf dem Weg, die da sich abgeschleppt haben mit irgendwas. Guck mal, diesen Baum auch, ne? So was. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Palme heißt, aber ist die nicht wunderschön? So was haben wir ja auch immer in Deutschland. Die sind auch in Deutschland so als kleine Palmen richtig teuer. Gerade diese Palme oder diese Pflanze. Ui, das Auto hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Oh mein Gott. Ich wollte meine Brille mitnehmen, um den Klebstoff zu belesen, der da angeboten wird, möglicherweise. Ich habe das vergessen. Ne? Ich will mal eine in meiner Handtasche haben und da ich dann weiß, dass sie in meiner Handtasche ist, hole ich sie dann immer raus, wenn ich meine andere Brille verlegt habe. Und dann lege ich sie irgendwo hin und vergesse, wo. Also diese schwarze Brille, ne, die ich immer als Ersatz hatte, die ist verschwunden. Weg. Schon seit Wochen. Wo ich die hingetan habe, weiß kein Mensch. Vielleicht ist die auch in meiner Handtasche. Das kannst du auch haben. Ganz unten irgendwo. Efeu, oder? Ja. Giftig für Hunde und Mensch.
Eigentlich habe ich den nicht im Garten, soweit ich das gesehen habe. Ich bin nicht ganz sicher, ob der nicht so in der Ecke wächst, da wo die Hunde immer nach draußen gucken und wo wir unseren Grillplatz dann machen wollen. Könnte sein, dass ich da irgendwie sowas Efeu-mäßiges habe. Ich weiß, ich glaube aber nicht. Ui, guckt euch mal die an, die Yucca. Die hier ist auch schön, ne? Richtig schön. Die sind auch teuer hier, ne? Wenn du jetzt hier irgendwo in die Geschäfte gehst, um dir sowas zu holen, die sind echt teuer, sind auch hier teuer. Glaubt man nicht, dass die hier nichts kosten. Pflanzen sind hier auch sehr teuer. Bananenpflanze, die sieht ja noch mal gar nicht mal so schlecht aus. Also Schnäppchenshop hatte eigentlich immer sonntags auf. Ich hoffe, er hat auch heute auf, sonst sind wir hier jetzt umsonst runtergelaufen. Gendarme ist hier. Warum? Der Gardinenshop ist da ganz hinten und da laufe ich jetzt sicher nicht hin. Weil ich bin sicher da zu. Na, komme ich da jetzt rüber oder nicht? Nach dem vielleicht. Yep. Viereckig. Ich mag die auch nicht, ich finde die hässlich. Kannst du das einmal mitnehmen? Ich dachte ich mir. Ja, den nehme ich einmal mit. Ja, hat man schon mal geguckt, ne? Was ist das? So ein Unterding wahrscheinlich. Die haben keine rosa Matten mehr, das ist die einzige und die ist ein altrosa, das mag ich nicht. Ich hatte gestern schon gesucht, aber keins gefunden mehr. Die habe ich wohl alle mitgenommen letztes Mal, die noch da waren.
Schade eigentlich. Das ist das einzige noch hier. In Rosa. Das ist ein eigenartiges Rosa, finde ich. Und da ist noch einer in der Farbe, die ich gerne hätte, wenn nicht sogar zwei. Da gucke ich mal, was das für einer ist. Wie viel kostet der? Mal gucken. Ja, 400, dann ist der nicht klein, jedenfalls ist der groß wahrscheinlich dann. Genau wie der hier oben. Das wird kein Läufer sein, denke ich. Leider. Der kostete 60, ne? Ja. Ich bin jetzt nochmal hier in diesen kleinen Shop gegangen und da habe ich die gleiche Matte, die ich eben für 60 gekauft hatte, die große für 130 gesehen. Also mal eben über das Doppelte. Dafür hatte ich da natürlich mehr Auswahl. Ich habe jetzt nur die eine hier gefunden. Ich habe mich entschlossen nochmal nach unten zu gehen, weil ich hatte noch keine Lust nach Hause zu gehen. Irgendwie dachte ich mir, ich bin noch gar nicht müde. Sind wir ja jeden Tag mal unten und irgendwie habe ich mir gedacht, ich gehe noch mal ein bisschen länger spazieren. Guck mal eben, ob dieser Laden da noch auf hat, der Gardinenladen. Aber wie gesagt, heute ist Sonntag, der hat nie auf am Sonntag. Der Laden für Gardinen und Stoffe. Ja, und dann dachte ich mir, gehe ich doch noch mal. Oh, ich habe schon wieder an dem Schnäppchenladen vergessen, nach den Gardinenringen zu gucken. Ich Idiot. Oh nee. Blöd kann man denn sein. Ja, der hat zu. Leider. Hier dachte ich, gehe ich mal rein, aber der hat nicht auf. War ja klar. Schade eigentlich. Ja, hier wollte ich halt mal gucken, ob ich hier den Stoff finde, den ich eigentlich für meine Gardinen wollte. Aber er hat zu. Joa. Na gut, dann gehen wir nochmal runter zu zu unseren gewohnten Läden. Einfach nur ein bisschen spazieren. Ja, die Kleinen haben alle zu, ne? Schade eigentlich. Der hat allerdings auf. Der gebrauchte Warenhändler. Das ist auch alles mega klein und eng da drin. Also, ja, da gehe ich nicht gern rein, ne? Was soll's. Hier würde ich einmal abbiegen wollen. Ich habe jetzt diese beiden Teppiche hier geholt. Also den großen Eimer und, also was heißt Teppiche, diese Passpass, also diese Vorlagen. Die sind aber beide, ich hatte so eine Tischdecke in der Hand. Ich weiß nicht, ob ich das mal aufgenommen habe. Diese rote, ne? Diese Lacktischdecke. Kostet übrigens 100 Taler, 1,80 mal, hast du nicht gesehen? 1,40 oder so. Also würde für meinen großen Esstisch sein. Ich will aber ja für den kleinen haben. Das heißt, ich brauche davon nur die Hälfte und es kostet 100 Taler. Das sind ja 3 Euro ungefähr. Ist nicht schlimm, aber ja, es ist auch rot, ne? Ich würde gern Weinrot haben. Und das ist noch richtig knalliges Rot. Wollte ich nicht. Habe ich gedacht, nö. Nö. Gehen wir mal hier lang. Ja, und dann dachte ich mir, ich gehe noch mal ein bisschen weiter spazieren. Und habe die Teppiche aber schon mal mitgenommen. Dann kann ich an der Jagdhammer hoch. Muss nicht wieder dahin.
Da bin ich echt mal gespannt, ne, ob das mit dem Hühnerhaus noch klappt. Tja, schauen wir mal. Wird schon irgendwann, inshallah. Was nicht sein soll, soll nicht sein. So ist das nun mal im Leben. Es ist warm hier unten, das kann man nicht anders sagen. Wärmer als bei uns oben. Immer wieder das Gleiche erzählt. Ist ein bisschen wieder schwüler hier unten als oben. Kommen wir jetzt an der Migros raus. Ein Blick in die Berge. Meine Hunde sind übrigens richtig kaputt heute. Ne? Die hatten keinen Bock zu spielen und auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas großartig im Garten rumzutoben. Die sind von der Nacht kaputt. Also es ist ehrlich so, dass die die Nacht jetzt immer zum Tag machen. Die haben so viel zu tun nachts. Mit aufpassen und so, dass die tagsüber sich hauptsächlich ausruhen, glaube ich. Ist ja auch gut so. Das soll ja auch ihre Aufgabe sein. Wir fangen ja jetzt bei uns auch die heiligen Tage, beziehungsweise die Monate vor dem Ramadan sind immer ganz besondere Wochen. Und für alle Muslime unter euch, ich habe gucke mir dann immer viel an und ich habe, natürlich weiß man vieles auch, aber ich denke immer, dass es auch ganz gut ist, sich daran zu erinnern. Es ist ja bei uns sehr schlimm, wenn man Hack nimmt von anderen Menschen oder wenn man etwas jemandem wegnimmt, ohne zu fragen, wenn man über jemanden lästert oder schlecht redet, ob das stimmt oder nicht. Ja? Moment, jetzt kommt hier, glaube ich, Musik. Nee, doch nicht. Und bevor wir halt sterben, sollten wir uns mit diesen Menschen ausgesöhnt haben, dessen Hack wir genommen haben, über den wir gelästert haben, dem wir etwas weggenommen haben, ohne zu fragen. Ich will jetzt gar nicht sagen klauen, aber es ist ja doch öfters mal so, dass man irgendwas nimmt, ohne gefragt zu haben oder so, kann ja sein im Leben. Und das sollte man tatsächlich, bevor man stirbt, wieder zurückgeben. Ja? Man soll sich... man soll auch sich bei den Personen entschuldigen und darum bitten, dass, wenn man gelästert hat zum Beispiel, ich habe etwas Schlechtes über dich gesagt, tut mir leid, verzeih ich mir so. Man soll quasi versuchen, sozusagen die Verzeihung oder den Menschen da zu bitten, dass er einem verzeiht. Ne? Weil sonst, wenn wir sterben, werden wir von diesen Menschen verfolgt, ne? Wir werden uns danach sehnen, auf der Erde und auf der Welt dann die Möglichkeit gehabt zu haben, um Verzeihung zu bitten, weil dann nochmal darum zu flehen, wird nicht immer gestattet, ne? Und wird nicht immer angenommen. Und im Gegenzug dazu sollten wir wenn wir um Verzeihung gebeten werden oder wenn wir darum gebeten werden, sozusagen dem anderen eine Möglichkeit zu geben, seine Sünde, die er uns gegenüber begangen hat, beziehungsweise wenn er uns etwas weggenommen hat oder wenn er etwas getan hat, worum wir um Verzeihung gebeten werden, sollten wir im Gegenzug auch dazu, wir müssen nicht verzeihen. Wir können auch sagen, okay, ich möchte das und das haben dafür als Gegenleistung. Etwas anderes, aber es ist, glaube ich, schon am besten für uns, wenn wir verzeihen und wenn wir sagen, okay, es ist in Ordnung, ich verzeihe dir. Dafür würden wir dann auch wieder belohnt werden, ne? Soweit ich das gehört habe. Wie gesagt, ich bin ja kein Islam-Experte, aber verzeihen zu können und auch um Verzeihen zu bitten, ist sehr wichtig und sollten wir uns alle bewusst werden, ja, wie oft haben wir im Leben schon über Menschen schlecht geredet oder haben irgendetwas getan, was jemand anders ja wehgetan hat oder was eben nicht stimmt oder ne? Und dann zu sagen, okay, ich muss jetzt wieder rein, haben wir uns ein bisschen verquatscht hier.
oder nicht verquatscht, das ist ja viel wichtiger als meine Bummelei in den Geschäften, war mir wichtig, das einmal zu sagen. Werdet ihr vielleicht öfters hier auf dem Kanal mal erleben, dass ich ja, nachdenklich über solche Dinge rede. Ich finde das sehr wichtig, ja, Menschen um Verzeihung zu bitten. Man vergisst es ja auch, ne, im Laufe des Lebens. Deswegen sollten wir alle versuchen, das grundsätzlich zu vermeiden. Denn im späteren Leben werden wir Muslime danach gefragt. Und die Menschen, denen wir das angetan haben, werden ihre Rechte einfordern. Ne? Und das wird uns unter Umständen auch den Weg ins Paradies erschweren, wenn nicht gar verwehren. Zumindest für eine Zeit. Und verzeihen zu können, dem anderen zu verzeihen und um Verzeihen zu bitten, erleichtert den Gang vielleicht dahin. Genau, den wollte ich nur einmal mitgeteilt haben. Jetzt drehe ich die Kamera mal wieder um. Wo können wir denn nochmal nach Berlin gucken? Ne? Also mir fällt hier jetzt auch nichts ein an Shops, wo man das machen könnte. Ich gehe nochmal zum Salle Passage. Vielleicht nehme ich die Glitzergardine mit für 179 Teller. Soll ich mal gucken, ob der Wechseltyp aufhört? Aber ich glaube nicht. Jedes Mal, wenn ich da hingegangen bin, hatte der zu. Was ich allerdings machen kann, ist nochmal mein Schwarzkümmelöl holen. Nee, kann ich nicht, weil dann habe ich nicht mehr genug Geld. Ne? Ich habe 100 ausgegeben, also ich habe noch 220 oder so, irgendwie so. Das würde gerade nochmal für eine Gardine reichen, die ich eventuell da jetzt mitnehmen werde. Und diese Gardinenringe habe ich auch noch nicht, ne? Das ärgert mich. Ich habe das schon wieder vergessen eben. Mensch. Das ist ja nicht so gut. Naja. Also. Ich gehe mal eben zum Wechselshop und gucken, ob der auf hat. Manchmal hat der auf, ne? In der Touristensaison hat der sonntags auf, glaube ich. Vielleicht ist er schon. Schauen wir mal. Wenn nicht, ist es ja nicht weit. Oder? Ich habe aber nicht wirklich Lust. Ich sage immer, mach mal 100 Meter mehr oder weniger. Egal, ich gehe da jetzt hin. Um dann festzustellen, dass der zu hat. English Home ist mir zu teuer. Also ich habe da jetzt noch nicht geguckt, ne? Aber ich weiß, dass die teuer sind. Wetter hat sich ganz schön bezogen. Wäsche habe ich aber nicht. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir nass werden. Richtung Strand sieht es auch schön aus. Guckt mal. Naja, ich glaube, da fängt jetzt gleich die Musik an, deswegen mache ich mal aus. Hör zu, hab ich doch gesagt. Da hinten ist aber noch eine und die hat immer auch am Sonntag, da könnte ich auch hin. Aber die wechselt schlechter. Einmal um die Ecke, ne? Da wo der Schneider ist von meinem Mann. Und die wechseln schlechter immer. Egal, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, ich habe da eh keinen Bock hinzulatschen. Soll ich da mal rein? Komm, wir gucken mal. Leider gab es da nichts, also nichts in Weinrot. Viele Sonderangebote, ja, hätte ich wahrscheinlich auch geguckt, aber gab leider nichts in Weinrot. Dann gucken wir hier nochmal im Salle Passage oben. Vielleicht
vielleicht gibt es ja was Neues. Ich muss hier nochmal nach den Montagekleber gucken. Ich habe meine Arbeit alle gemacht. Das sind die Aussagen. Das hören wir gar nicht verkehrt. Ja, keine Ahnung, Leute. Also wenn man keine Brille dabei hat, dann ist das alles ein bisschen doof, ne? Ja, weiß ich nicht. Wäre hier als altbegehrte Patex. Wie kostest du denn? Ja, kostet auch gleich mal dreifache. Das Doppelte, ne? Dreifache nicht. Deutsche Leute, wie viel kostest du? Kein Preis dran, leider. Müsste ich mal fragen. Ist aber im Grunde genommen das gleiche wie das andere, glaube ich. Ja. Naja, wir gehen mal lieber in die Gardinenabteilung einmal. Gucken da mal. Rosa ist auch nicht schlecht, ne? Hier ist Lila oder dieses Weinrot. Das ist aber auch ein anderes Weinrot als in meinen Gardinen. Ich will das dunkler. Ja, hier gelandet. Welche kosten die denn? Wollte ich mal eben gucken. Ich kann das ja immer nicht sehen. 180. Genau, weil die hat ja was, auch so ein bräunliches, ne? Aber ich glaube, als Tischdecke wäre das gar nicht schlecht. Aber Leute, ich habe keine Kissenbezüge gefunden. Das gibt's doch nicht. Die einzigen, wie gesagt, sind die da drunter. Und jetzt wollte ich ja hier nochmal gucken, weil die werden schon richtig wenig mit den Teppichen hier. Die haben nicht mehr viele. Die haben noch die hier in klein. Die hatten die gestern noch in groß. Da hat jemand zugeschlagen. Ich wollte ja einen in groß haben für meine Küche, ne? Das sind die kleinen hier. Die kosten 125, hatte ich ja auch gekauft, zwei Stück. Und die großen haben die gar nicht mehr. Sie haben nur noch ein rosa. Da hat jemand gekauft, Leute. Ach,
Hat eigentlich ja immer, wenn man kaufen will, ne, dann hat das schon jemand vor einem geholt. Ist ja immer so. Ja, ich guck mich mal weiter um.